Hallo du, da ist die Gabi und ich bin gerade in Südtirol im Kloster Neustift, mache da gerade Fortbildung in puncto Waldbaden und wo heute natürlich ein sehr aufregender und ereignisreicher Tag. Wir haben viel Theorie gemacht, aber auch einiges schon ausprobiert und morgen geht es dann richtig in den Wald aus, bin ich auch schon ganz gespannt. Und eine Übung, die ich eigentlich auch schon öfter gemacht habe, haben wir heute einmal, statt mit Schokolade, ich werde dir vielleicht einmal erklären, wie das geht, mit einem Fichtenastal gemacht. Und da geht es darum, dass man so ein bisschen seine Sinne schärft. Lade dich auch ein, vielleicht magst du es einmal probieren. Du kannst auch einmal Kräuter aus deinem Garten hernehmen oder du gehst wirklich an den Wald raus und holst da Fichtenastel. Und dann fängst du mal an, dass du die Augen schließt und hörst, wie sich das Ding, was du in der Hand hast, an deinem Ohr anhört. Was nimmst du wahr? Wie ist das für dich? Welche Geräusche macht es, wenn du drüber streichst? Das ist gleich dann der nächste. Wie fühlt sich das an, wenn du drüber streichst? Was ist da für ein Unterschied? Sind Vorderseite, Rückseite anders oder ist es immer gleich? Dann der nächste Sinn ist das Sehen. Da nimm da einfach das kleine Astal her und betracht es einmal ganz intensiv und schau mal, welche Form hat es. Sind es unterschiedliche Formen? Wie sind die Verzweigungen angeordnet? Dann im nächsten ist das Riechen. Da einfach einmal nimm das Astal oder dein Kräuterzweigerl und halt dann einmal vor die Nasen und schau mal, wie riecht denn das. Ist es unterschiedlich, je nachdem von welcher Seite das du riechst oder es ist immer gleich. Probier das einmal aus, was sich da für dich auch so herauskristallisiert. Und dann kostet das auch noch. Nimm einfach einmal so eine Nadel von dem Fichtenastel her und leg dann auf die Lippen und dann schiebt es im Mund rein, beiß einmal drauf, wie verändert sich das oder ist das auch gleich, welcher Geschmack ist das und trau dich da auch, weil, wie gesagt, wenn man nichts ausprobiert, nachher kann man auch nicht mitreden und wenn du dich fragst, für was das gut ist, dass man seine Sinne aktiviert, wir konzentrieren uns dadurch auf uns selber und sind ganz in der Gegenwart und es hat auch kein anderer Gedanke mehr Platz und wir kommen zur Ruhe und es entspannt uns. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz schönen Tag. Vielen lieben Dank wieder fürs Zuhören. Probier das einmal aus, entweder eben, wie gesagt, mit Kräuter oder mit einem Ost, vielleicht einem kleinen Ost. Oder du kannst auch Rosine verwenden oder auch eben, wie gesagt, ein Stück Schokolade. Ja, danke und Servus. Ciao.